Servus zusammen, ein weiteres Mal nehme ich euch mit nach Tennessee, heute in der Verkostung der George Stickel No. 8. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder bei meinem neuen Video hier bei Whisky Enjoy mit dabei bist. Ich habe euch heute wieder mal einen Tennessee Whisky mitgebracht und zwar heute einen Tennessee Whisky von George Stickel, nicht wie die letzten beiden Male von Jack Daniels. Gut, lasst uns zu dieser Flasche hier kommen. Ich habe für euch heute dabei den George Stickel Tennessee Sour Mash Whisky No. 8. Es handelt sich hier ums Classic Receipt No. 8, also das klassische Rezept Nummer 8 von George Stickel. Ich weiß nicht, ob du die Abfüllung kennst. Wenn ja, dann schreib mir das unten in die Kommentare. Dann vielleicht erfahre ich sogar noch ein bisschen mehr, weil ich konnte so wahnsinnig viel Interessantes für mich über diese Flasche, über diese Abfüllungen oder über George Stickel nicht herausfinden. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrungen mit der George Stickel Distillery. Oder wie sie heißt ja nicht genau so, sondern sie heißt tatsächlich Cascade Hollow Distilling. Genau, das ist der ursprüngliche Name. George Stickel hat diese dann vor geraumer Zeit, ich glaube Anfang des letzten Jahrhunderts, aufgekauft und dann irgendwann mal in George Stickel umgenannt. Vorher hat dieser Whisky auch tatsächlich Cascade Whisky geheißen oder so in der Art, aber vielleicht weißt auch du das besser als ich. Gut, was kann ich euch darüber sagen? Es handelt sich hier um das Rezept Nummer 8. Ich habe auch nachgelesen, dass er so circa um die 8 Jahre alt sein soll, habe aber da keine vertrauensvolle Information drüber gefunden. Er kommt in einer 1-Liter Flasche daher, was gibt eine schöne Flasche, ist übrigens ja auch ein sehr schönes Flaschendesign. Das Ganze gefällt mir schon mal ganz gut, so ein bisschen klassisch. Und bei der Flaschengröße von 1 Liter möchte ich auch gleich zum Preis kommen. Der Preis, so wie ich ihn jetzt hier so gefunden habe, für zwischen 43 und 54 Euro. Also das ist doch eine relativ große Preisspanne für ein und dieselbe Abfüllung hier bei uns in Deutschland. Vielleicht wurden sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingekauft. Bei manchen sind sie auch zurzeit gar nicht wirklich verfügbar und da steht halt praktisch ein Platzhalter für den Preis da. Aber es tendiert sich tatsächlich eher in Richtung 50 Euro als in Richtung 40 Euro. Schauen wir mal, ob die Abfüllung das hier wert ist. Genau. Er kommt mit einem schönen Korken daher, hier oben. Also ist, meine ich, allerdings auch Kunststoff und hier drin auch Kunststoff. Ist nicht verwerflich, sondern finde ich tatsächlich ganz schön, deutlich schöner als ein Schraubverschluss, so gut er dann auch sein mag. Was kann ich euch denn noch sagen? Ja, genau, es ist ein Tennessee Whisky. Und somit, wenn er sich Tennessee Whisky nennen möchte, muss er auch das für Tennessee übliche Charcoal Mellowing durchlaufen. Wie gesagt, die Filtrierung durch Kohle, damit einfach ein weicherer Geschmack kommt. Und George Stickel hat hier auch noch eine zweite Methode, und zwar ist es eine Art Kühlfiltrierung, die hier durchgeführt wird. Also bei schottischem Single Malt Whisky, sage ich mal, ist es eher eine Sache, die man versucht zu vermeiden. Und auch in meinen Augen ist eine Art Kühlfiltrierung etwas, das man vielleicht nicht machen sollte, da man hier einfach gute Geschmacks- und Aromastoffe und Aromenträger mit aus dem Whisky herausfiltert. Aber George Stickel wirbt hier damit, sogar direkt hier auf der Flasche drauf.
Chill Filtered Small Batch. Zwei Angaben, die die Welt nicht braucht unbedingt, aber ja. Sonst steht noch ein bisschen was über die Geschichte und über George Dickel selbst auf der Flasche drauf. Ja, schönes Teil. Jetzt schaue ich mal, was ich mir noch so drüber aufgeschrieben habe. Jawohl, er kommt mit 40 Volumenprozent, was 80 amerikanischen Proof entspricht, daher. Da muss ich gleich mal ein leises Schade raussprechen. Ich bin kein großer Fan von klassisch mit 40 Volumenprozenten abgefüllten Whiskys. Da sollten doch also gerade beim amerikanischen Whisky mindestens 43 bis 46 Volumenprozente drin sein. Das ist da einfach was, mit dem der amerikanische Whisky gut arbeiten kann. Meine Wunschvorstellung, die ja auch durch den Bottled in Bond Act, der ja vor einigen Abfüllungen da es unterstützt wird, sind 50 Volumenprozente, halte ich für eine gute Wahl tatsächlich, aber 40% sind in meinen Augen tatsächlich oft einfach zu wenig. Wenn du der Meinung bist oder auch nicht der Meinung, schreib es mir doch auch unten in die Kommentare rein. Gut, dann habe ich natürlich noch die Mashbill für euch parat. George Dickel ist an dieser Stelle wieder einmal transparent, was ich für sehr gut empfinde. Wir haben hier 84% Korn, 8% Rye und 8% Malted Barley in der Flasche. Also ein richtig intensiver Korn-Whisky, ein richtig intensiv maishaltiger Whisky, den wir hier im Glas haben. Die Cascade Hollow Distille steht übrigens in Tullahoma, Tennessee und gehören tut George Dickel derzeit, soweit ich erfahren habe, noch Diageo. Eine von den auch amerikanischen Destillen, die Diageo sich so einverleibt hat. Ist ja, soweit ich meine, praktisch der größte Whisky-Großkonzern, wenn man das so nennen mag, oder überhaupt Spirituosen-Großkonzern, den es derzeit so gibt. Gut, jetzt nehme ich einen kurzen Schluck Wasser. Und dann geht es auch schon weiter. Ich glaube, wenn ich hier so auf meinen Zettel schaue, dass ich euch schon alles über diese Abfüllung hier gesagt habe. Also er liegt wirklich gut in der Hand. Die Flasche gefällt mir auch ganz gut. Und ich habe auch schon das eine oder andere Mal in den vergangenen Monaten davon probiert. Und nun bei euch im Video. Und nun komme ich auch zum Glas selbst, zum Verriechen, zum Verkosten. Schaut ihn euch im Glas an. Also er hat so ein leichtes Honiggold, also so ein bisschen dunklerer Honig. Er ist jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig farbvoll. Es ist natürlich kein Farbstoff drin, kein Zuckercouleur, wie bei allen guten amerikanischen Whiskys nicht. Hier gelten grundsätzlich dieselben Regeln wie für einen Straight Bourbon Whisky. Sprich, hier ist kein Farbstoff drin. Das Einzige, was ich bemängeln muss, wie gesagt, ist hier diese vorhandene Kühlfiltrierung. Genau, er zieht auch ganz schöne Lecks, also so einfache, nicht so tolle, was bei 40 Volumenprozenten nun auch nicht so ganz verwunderlich ist. Gut, lass mich mal die Nase ins Glas halten und schauen, was ich da so für Aromen für euch herausfinden kann. Also ganz mild tatsächlich. Also hier muss man wirklich einen tiefen Zug nehmen, um hier an die Aromen ranzukommen. Sehr weich, was ich hier in der Nase habe. Da sind zarte Honigaromen da, zarte Vanillearomen, Karamellaromen da, die natürlich aus diesem hohen Maisanteil in der Mashbill resultieren. Und dann habe ich auch noch, wie eigentlich auch schon bei Jack Daniels oft, eine sehr schöne, fruchtige Bananennote, die da ist, die aber so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen arg leicht alles. Alles sehr, sehr, sehr zart in der Nase. Aber eigentlich ganz schön. Da ist auch noch so ein bisschen von der Frucht, möchte ich hier sagen, könnte ich das als so ein bisschen, ja, einen schönen, leicht überreifer Apfel.
Also so der schon so ein bisschen mehliger Apfel. Aber so diese Honig, Vanille, Bananennoten, die sind doch intensiver da. Aber so ein bisschen Apfel ist schon auch da. Schön. Ganz, ganz leicht möchte ich auch so leicht erdige Noten drin erkennen können. Okay. Aber das war's tatsächlich, was ich hier so rauskriege, glaube ich. Gut, lasst uns mal mit der Nase nicht zu lang aufhalten, sondern lasst mich zur Verkostung kommen und ich schaue mal, was ich so auf dem Gaumen finden kann. Cheers! Okay. Also sehr weich, sehr mild. Packt dann allerdings beim Runterschlucken ein bisschen Würze an. Da ist dann der Antritt etwas kräftiger als vermutet, aber nicht richtig stark. Eben. Erstmal weich, bisschen Würze. Im Abgang, der jetzt nun leider schon da ist, so eine leicht alkoholische Note. Aber ich habe auch noch Fruchtigkeit da. Die schon in der Nase beschriebene Banane-Honignote ist da. So ein bisschen Pfirsich, möchte ich sagen, habe ich hier auch am Gaumen im Mund. Er ist im ersten Moment auch tatsächlich so ein bisschen ölig, cremig im Mund, aber ja, na, er wird nicht wirklich wasserig, aber er ist ganz, ganz hart dran, an der Grenze eine wasserige Note zu bekommen. Ihr wisst, ich habe, glaube ich, letztens für euch den Jack Daniels Old Number 7 mit 40 Volumenprozent in einer meiner Videos probiert und der wird sehr schnell tatsächlich wasserig im Mund. Ist der hier nicht? Der bleibt auch noch da, aber ja, das Volumen könnte schon etwas höher sein und das würde man, glaube ich, durch eine kleine Erhöhung der Volumenprozente erreichen können. Beim zweiten Mal kriegt man ja oft mal so ein bisschen mehr Aromen auf die Zunge und darum werde ich auch heute, wie immer eigentlich, ein zweites Mal probieren und schauen, ob ich noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Okay. Beim zweiten Mal jetzt nochmal süßer. Also, wenn ich so vielleicht drei, vier Grundcharakterzüge rauskehren darf, mild und weich, süß, fruchtig, auch eben so eine Banane, Pfirsich mit Honig vermischt, die Fruchtnote, die er da hat. Jetzt beim zweiten Mal tatsächlich entwickelt er so ein bisschen diese Wässrigkeit, die ich beim ersten Mal jetzt eigentlich nicht hatte. Die Pfeffrigkeit, die er am Anfang beim ersten Mal probieren da gewesen ist, hat er nun auch nicht mehr gehabt. Er ist ein sehr angenehmer, sehr gefälliger, sehr weicher Whisky tatsächlich. Also, und dieses etwas Alkoholische, das ich nun beim ersten Mal hatte, nee, ist eigentlich nicht da. Also ich muss sagen, gefällt mir ganz gut tatsächlich. Ist ein angenehmer, ist, tja, man könnte es jetzt vielleicht sogar als Sommerwhisky deklarieren. Es ist wirklich was sehr Leichtes, was man ganz gemütlich mal so wegsippen kann. Nichts Besonderes, nichts Herausragendes, nichts Tiefes.
nichts Komplexes, an dem man sich da so ein bisschen abarbeitet. Die Aromen, die hier drin zu finden sind, die hat man gleich an 5 Fingern abgezählt. Dabei ist er aber insgesamt ganz nett, ganz schön. Also, und mit nett meine ich hier nicht die kleine Schwester von Scheiße, sondern er ist wirklich tatsächlich ganz, ganz gut. Aber ich möchte hier zurückkehren zum Preis von Anfang an, und hier ist er ja im Preis bei, was ich aufgeschrieben habe, zwischen 43 und 54 Euro, wo ich ihn gefunden habe. Und das ist meiner Meinung nach hier tatsächlich nicht so wert, wenn der so knapp an die 30 Euro kosten würde bei uns. Also nehmen wir mal jetzt an, 0,7 Liter, was bei uns in Europa ja so üblich ist, 29 bis 31 Euro, sage ich jetzt mal so. Wunderbar, dann eine Kaufempfehlung tatsächlich für jemanden, der den Whisky ganz mild mag. Da macht man nichts verkehrt, aber eben, also gerade 50 Euro, nee, übertrieben. Das ist tatsächlich, das ist er meiner Meinung nach nicht wert. Da würde mich dann tatsächlich noch das Rezept Nummer 12 auch interessieren, das es da noch gibt. Es gibt ja noch andere George-Stickel. Muss ich mal schauen, was die mir so auf dem Gaumen sagen. Aber der hier, ja, ein schöner kann man, muss man aber nicht. Genau. Ich glaube, soweit habe ich alles drüber gesagt und würde da heute auch ganz gerne zum Schluss kommen. Ich möchte jetzt nochmal für alle meine Zuschauer, die immer meinen Kanal verfolgen, auch noch sagen, ich bin ja schon über die 500 Abonnenten jetzt eine Zeit lang drüber und ich habe euch versprochen, ein 500 Abonnenten-Video mit einer Verlosung zu machen. Das kommt jetzt tatsächlich sehr bald. Es hat ein bisschen gedauert, weil andere Sachen dazwischen gekommen sind, aber es ist natürlich nicht vergessen. Freut euch drauf, wird es ein paar schöne Sachen zu verlosen geben, wie ich meine. Gut, genau, bleibt mir natürlich treu und erzählt weiter von meinem Kanal. Ich habe ja vor, in diesem Jahr noch die 1000 Abonnenten zu knacken. Also, wenn du es noch nicht getan hast, abonnier doch bitte meinen Kanal. Es ist nur einen Klick entfernt und mir bringt es tatsächlich richtig viel. Kostet ja nichts, gell? Und tut auch nicht weh. Also, Klick, abonnieren. Ja, genau. Hat dir mein Video gefallen, dann lass mir auch einen Daumen nach oben da. Und ich bin natürlich auch immer wieder froh, wenn du unter meinem Video einen Kommentar hinterlässt. Wenn dir irgendwas nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, dann darfst du mir natürlich auch einen kritischen Kommentar unter meinem Video reinschreiben. Nehme ich mir tatsächlich zu Herzen und versuch's, wenn es änderbar ist, tatsächlich dann auch zu ändern. Ja, gut. Soweit, so gut. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Hoffe auch dir hat es Spaß gemacht, heute wieder mit dabei zu sein. Letztens hat der gute Wolfgang Z. gesagt, Freitag ist Bourbon-Tag und so soll es auch weiter sein für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht Jahre. Freitag ist Bourbon-Tag, so ist es. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Habt immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!